Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen zur Kontiki-Woche, die Welt des Nordens. Wir warten noch, bis sich alle angemeldet haben und dann beginnen wir mit dem heutigen Abend. Liebe Nordland-Fans, liebe Kontiki-Fans, wir warten noch, bis sich alle eingeloggt haben. Das dauert circa noch eine Minute und dann beginnen wir mit dem heutigen Abend. Ja, wenn ich auch gerade so warte, das kommt einem fast vor wie die Stille des Nordens. Genießen wir die noch einen kleinen Moment, bis dann alle eingeloggt sind und wir werden dann in 30 Sekunden starten. So, dann sind wir soweit. Geschätzte Nordland-Fans, liebe Kontiki-Kunden, ich möchte Sie zum Auftakt unserer Kontiki-Woche, die Welt des Nordens, ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Bruno Biesig, ich bin Geschäftsführer von Kontiki Reisen seit über 10 Jahren. Seit über 17 Jahren bin ich Fan vom Norden und den nordischen Destinationen. Viel lieber hätte ich Sie natürlich hier live anlässlich unserer Kontiki-Tages in Baden willkommen geheißen. Aufgrund der Umstände ist das leider nicht möglich. Der Vorteil wiederum für Sie, dass wir viel mehr Kunden haben und Interessenten haben. Ja, wir haben teilweise bis über 1000 Interessenten, die sich für die Vorträge angemeldet haben. Ganz kurz möchte ich Ihnen noch einen Einblick geben, was bei uns abgelaufen ist in den letzten Monaten. Den ersten Lockdown im Frühjahr haben wir alle im Homeoffice durchgebracht, waren beschäftigt mit Reisen annullieren, Kundenfragen beantworten, die wir zum Teil vielleicht auch selber nicht wussten, respektive die dann wieder geändert worden sind. Danach, im Juni, waren wir frohen Mutes, dass Reisen möglich sein werden. Wir haben uns sofort hingesetzt und neue Reisen gemacht. Wir haben auch einen Flyer für Ruska. Das ist das finnische Wort für Herbstreisen. Sie sehen hier ein Bild. Die Rentiere, die hier die Landschaft prägen, die Weite, die Natur und eben die Ruhe. Leider wurde auch daraus nichts. Wir konnten dann immerhin einige Kunden im Herbst nach Island senden. Island war eine kurze Zeit offen, das hat uns auch wieder viel Energie gegeben. Aktuell aber haben wir Ausblick für den Sommer. Wir haben unsere letzte Broschüre gemacht, die ist vielleicht jetzt gerade bei Ihnen angekommen. Nordische Aussichten mit viel Inspiration und redaktionellen Beiträgen zum Norden. Ja, aktuell sind wir aber wieder gezwungen, im Homeoffice zu sein, wie wahrscheinlich viele von Ihnen auch. Und so bin ich bei Ihnen zu Hause in der Stube, auf dem Küchentisch oder wo auch immer Sie jetzt gerade den Facebook-Vortrag hören. Wir nutzen die Zeit für Weiterbildung intern. Wir versuchen uns auch gegenseitig besser kennenzulernen. Das tönt vielleicht etwas ironisch, aber wir werden auch einen Kaffee-Mick machen mit unseren Mitarbeitern. Das heißt, also zufällig zugeteilte Mitarbeiter werden sich gegenseitig austauschen und sich auch mal über private Sachen unterhalten.
So ist zum Beispiel auch entstanden, dass wir eine Gruppe haben, die sich regelmäßig zum Yoga treffen, virtuell, über Teams, über Online-Tools, die eben dann zusammen eine gewisse Zeit verbringen und wir so natürlich versuchen, unseren Kontiki-Spirit nach wie vor hochzuhalten. Denn, wie gesagt, für uns ist die Zeit herausfordernd. Ich glaube, das muss ich nicht zwingend noch erwähnen. Und uns kommt es vor, als wenn dieser Elch, man sieht den hier vielleicht, der fällt fast nicht um, wir kennen das, und dann, zack, kommt er hoch. Wir versuchen etwas, es geht, und plötzlich senkt er sich wieder, und dann kommt das Nächste. Unsere Energie ist wirklich, wir glauben daran, wir glauben an die Zukunft des Reisens und deshalb haben wir uns auch entschieden, diese Kontiki-Woche zu lancieren, wo wir Sie mit viel Vorfreude auf kommende Reisen vorbereiten wollen. Unsere Reiseexperten werden Ihnen Island weiter näher bringen. Island, bekannt durch seine unzähligen Naturwundern mit brodelnden, man sieht es hier im Hintergrund, die brodelnde Erde, die Geysire, das ist das, was Island ausmacht. Schottland begeistert natürlich durch die Schlösser und durch die unzähligen Geschichten und Mythen, die das Land zu bieten hat. Skandinavien, die Weite, die Ruhe und die großen Wälder. Baltikum, für diejenigen, die gern herrschaftlich unterwegs sind, oder wenn es sogar mal nach Russland geht, fahren Sie doch durch 10 Zeitzonen mit der transsibirischen Eisenbahn und erfahren Sie einiges von diesem doch uns nur teilweise bekannten Land. Unsere Vorträge sind auch gespickt mit diversen anderen, mit Gastreferenten. So konnten wir Christoph Sigrist, der etwas über das Nordlicht erzählen wird. Wir haben Stefan Bader, der regelmäßig mit uns auch auf Spitzbergen unterwegs ist, Klimatologe, der uns das Klima und die Veränderungen näher bringen wird. Wir haben Stefan Müller mit dabei, ein Dudelsackspieler. Sind wir dann gespannt, ob wir dann das hören und da ein bisschen Musik zu Hause dann auch haben. Denn Jana bringt uns die russischen Tänze näher. Tuomas, ein Wildnisführer aus Finnland, der seine Erlebnisse draußen in den großen Wäldern Finnlands näher bringt. Oder eben heute dann Asta Maria, die uns etwas über Whale-Watching und diese unendlich großen Säugetiere näher bringen wird. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unsere Erlebnisse zu teilen und ihre Vorfreude zu verlängern. Ja, es gibt auch ein schwedisches Sprichwort. Das heißt, porta bra, men hemma bäst. Es ist schön, wegzufahren. Zu Hause ist es am schönsten. Das mag ja stimmen und ich stimme grundsätzlich schon zu. Aber ich denke, dass man das zu Hause auch wieder schätzt und wertschätzen kann, ist es doch auch wichtig, dass man sich austauschen kann mit anderen Menschen, mit anderen Kulturen und auch neue Erfahrungen sammeln kann. Für mich, wenn ich gerade heute Island, den Auftakt von Island Ihnen näher bringen kann, ist immer ein Erlebnis, das ist von 1992. Damals war ich gerade nach meinen Teenageraltern voll im Saft und habe mich entschlossen, mit dem Fahrrad quer durch Island zu fahren. Ganz ehrlich gesagt, habe ich nicht gewusst, was ich wirklich mache, weil ich bin durchs Hochland gefahren. Meine Trinkflaschen, dort wo normalerweise die Trinkflaschen sind, waren Benzinflaschen drin für meinen Kocher, damit ich unterwegs und genügend warmes Essen zubereiten konnte. Ich war wahrscheinlich mit 6 bis 7 Kilometer pro Stunde unterwegs, das wären rund 10 Tagen. Warum erzähle ich die Geschichte? Was hat mich das gelernt? Zwischendurch, man hatte auch eine Krise, das weiß ich noch ganz gut. Einmal wollte ich mein Fahrrad wirklich so hinschmeißen und sagen, jetzt ist fertig. Aber was mich das gelernt hat, wenn wir aufhören zu strampeln, wenn wir das Ziel aus den Augen verlieren, dann haben wir verloren. Diesen Weg gibt es nicht und diesen Weg gibt es auch nicht bei Kontiki. Darum freue ich mich ganz besonders, Ihnen heute unsere Passion näher zu bringen. Unser begeistertes Team, einige sehen Sie in den Live-Vorträgen während dieser Woche.
Wenn Sie aber vertieft in Ihre eigenen Inspirationen, Ihre eigene Reise, sich mit Reiseexperten austauschen wollen, Sie sind willkommen, über Chat mit uns, über die Webseite Kontakt aufzunehmen. Wir sind täglich telefonisch von Montag bis Freitag zwischen 10 bis 12 erreichbar oder natürlich auch immer per E-Mail. Ich möchte Sie auch bitten, machen Sie doch einen Termin ab, damit wir Sie auch zu Hause per Video beraten können. Jetzt möchte ich aber den Platz frei machen, und zwar für Alin Wokka. Sie war gerade im Herbst auch für uns mehrere Wochen in Island, und ich denke, sie kann Ihnen Island mit ihrer ganzen Passion und Freude von großem Herzen weiterbringen. Freuen Sie sich auf die diversen Vorträge. Vielen Dank, dass Sie zuhören und mit uns zusammen die Freude am Norden teilen. Wiederschauen miteinander. Macht's gut. Es gibt eine kleine Pause, bis wir das alles wieder desinfiziert haben, aber in knapp einer Minute geht's gleich weiter. Wunderbar, herzlich willkommen von meiner Seite. Ich möchte euch heute oben bei dieser Präsentation mitnehmen auf eine Reise rund um Island, die Insel aus Feuer und Eis. Wie schon angekündigt, mein Name ist Alin Wokka, ich bin Produktmanagerin und zuständig für Island. Ich werde jetzt mal auf Schweizerdeutsch starten. Bitte meldet euch im Chat, wenn ich lieber auf Hochdeutsch wechseln sollte. Dann geben mir meine Kollegen ein Zeichen und dann würde ich switchen. Ich möchte euch zuerst zeigen, wo uns unsere Reise durchführt. Wir starten mit ein paar Worten zu Kontiki. Dann werde ich euch aufzeigen, wie man dann auf Island kommt. Ich gebe euch ein paar praktische Informationen. Erzähle euch, wie man in Island so unterwegs ist. Dann gehen wir weiter mit Island erleben. Und ich werde euch die wichtigsten Sehenswürdigkeiten rund um die Insel vorstellen. Ihr könnt... Gut, das ist der Hinweis. Dann wechsle ich jetzt ins Hochdeutsche. Ich wiederhole das gleich nochmal. Ich werde gegen Schluss die Sehenswürdigkeiten von Island vorstellen. Einfach die wichtigsten und bekanntesten Sehenswürdigkeiten. Die Zeit reicht natürlich nicht aus für ganz alles. Sie dürfen laufend während der Präsentation sehr gerne alle Fragen in den Chat stellen. Wir werden diese sammeln und dann zum Schluss beantworten. Ganz, ganz am Schluss folgt dann das Interview mit Special Tours. Special Tours ist eine Agentur in Reykjavik. Sie führen Wahlbeobachtungstouren durch. Gut, wir beginnen mit einigen wenigen Worten zu uns, zu Kontiki. Was dürfen Sie denn erwarten, wenn Sie mit uns in die Ferien reisen? Zuerst einmal bekommen Sie eine sehr kompetente Beratung von uns. Wir erstellen ein persönliches Erlebnisprogramm für Sie. Und wenn es dann näher zur Abreise hingeht, erhalten Sie von uns per Post die ausführlichen Reiseunterlagen. Und natürlich auch den Zugriff auf unsere Kontiki-Tipp-App. Da sind Tipps von all unseren Mitarbeitern gesammelt, die Sie dann unterwegs immer mit dabei haben, wenn Sie mal einen Insider-Tipp suchen für eine bestimmte Region. Und von Ende August bis im April erhalten Sie, wenn Sie wünschen, unseren Nordlichtalarm per SMS, damit Sie dann auch wissen, ob es sich an dem
bestimmten Abend auch lohnt, sich noch einmal warm anzuziehen, nach draußen zu gehen und die Nordlichter zu jagen. Was für uns bei Contiki sehr wichtig ist, sind die authentischen Erlebnisse. Wir möchten, dass Sie vor Ort nachhaltig reisen können und wir sind entsprechend auch schon seit 7 Jahren ausgezeichnet mit einem Gütesiegel von TourCert. Und das ist eine der wichtigsten Auszeichnungen in der Reisebranche auch für die Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit. Ein etwas leidiges Thema im Moment, aber man kommt nicht drum herum. Wir haben unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen angepasst an die Situation. Neubuchungen für Reisen nächsten Sommer, die können Sie kostenlos bis am 1. April stornieren. Wenn Sie kurzfristiger verreisen möchten und jetzt noch in den Wintermonaten den Norden erkunden wollen, dann können Sie die Reise ebenfalls bereits buchen und bis 6 Wochen vor Abreise kostenlos stornieren. Wir fahren weiter mit der Anreise nach Island. Wie kommt man denn überhaupt in das schöne Land im Norden? Es gibt mehrmals in der Woche Direktflüge ab Zürich und ab Genf. Die Flugdauer beträgt gute 3,5 Stunden und aktuell finden die Direktflüge mit einer Airline statt, und zwar mit der Icelandair. Die Flugzeiten, man startet am frühen Nachmittag in der Schweiz und wenn Sie auf dem Rückweg sind, dann kommen Sie auch direkt nach dem Mittag schon wieder zu Hause in der Schweiz an. Wichtig, der Flughafen in Island, der internationale Flughafen, der befindet sich nicht in Reykjavik selber. Der internationale Flughafen ist rund 40 Minuten ab Reykjavik entfernt. Für die Einreise benötigen Schweizer Bürgerinnen und Bürger eine ID oder einen Reisepass. Wichtig ist, dass das Dokument noch mindestens 3 Monate über das Rückreisedatum gültig ist. Aktuell findet am Flughafen nach der Landung vor der Einreise ein Corona-Test statt. Man begibt sich dann anschließend in Quarantäne und nach 5 Tagen findet der zweite Corona-Test statt. Wenn diese Tests beide negativ sind, dann kann man die Reise im Land beginnen. Die Quarantäne in Island, die 5 Tage, die sind etwas einfacher als bei uns in der Schweiz. Man hat weniger Einschränkungen. Man kann also durchaus spazieren gehen, man kann sich gewisse Sehenswürdigkeiten ansehen. Wichtig ist jedoch, dass man sich nicht in Menschenmengen begibt. Das kann ja alles regelmäßig ändern. Die aktuellsten Informationen, die finden Sie auf unserer Webseite. Sie sehen auch hier den Link unter contiki.ch/infografik. Das gilt für alle unsere Destinationen. Dann kommen wir nun zu einigen wichtigen Tipps und Hinweisen für eine Reise nach Island. Gut zu wissen, die Zeitzone in Island, aktuell sind sie 1 Stunde hinter uns. Das heißt, die haben jetzt 20 nach 5. Wenn wir dann die Zeitumstellung haben, dann sind es dann im Sommer 2 Stunden Unterschied von der Schweiz zu Island. Es gibt in Island die isländische Krone, die haben also nicht den Euro. Das Preisniveau, wie wir das allgemein kennen vom Norden, das ist etwas höher als bei uns. Man kann sagen, das Essen hat so vom Preis her ungefähr Zürich-Niveau. Als Anhaltspunkt, tanken in Island, das kostet im Moment so circa 1,60 Franken pro Liter. Island ist ganzjährig bereisbar. Es kommt natürlich stark darauf an, welche Aktivitäten Sie geplant haben. Jemand, der Nordlichter sehen möchte, geht nicht zwingend in denselben Monaten wie jemand, der gerne viel wandern möchte. Island liegt direkt unterhalb vom Polarkreis. Das heißt, es gibt knapp keine Mitternachtssonne in Island. Wie man aber hier sieht, im Juni, die Sonne geht kurz vor 3 in der Nacht auf und der Sonnenuntergang ist dann bereits, oder nicht bereits, sondern erst um Mitternacht. Das heißt, im Juni wird es nicht ganz dunkel. Im Januar hingegen haben wir von 11 Uhr bis um 4:30 am Nachmittag hell. Das sind dann doch deutlich größere Unterschiede als bei uns in der Schweiz. Das Wetter in Island ist sehr, sehr wechselhaft. Die Temperaturen, die liegen im Winter um die 0 Grad. Es ist ein sehr milder Winter dank dem Golfstrom. Und im Sommer gibt es so zwischen 12 bis 18 Grad in der Regel.
Die Isländer, die essen das, was es halt so gibt auf der Insel. Dank ihren Gewächshäusern, die sie mit der geothermalen Energie heizen, können sie auch Gemüse anbauen. Wir haben zum Beispiel während unserem Aufenthalt im August und im September zweimal sehr, sehr leckere Tomatensuppe gegessen, die wirklich aus Tomaten hergestellt wird, die in Island im Gewächshaus wachsen. Es gibt Getreide, es gibt Milchprodukte. Was man auch bei uns sehr gut kennt, ist der Skyr. Sie haben in Island natürlich viel frischen Fisch, frisches Lamm und Rind. Und in den beiden großen Städten, also Reykjavik und Akureyri im Norden, gibt es natürlich auch internationale Küche. Was häufig anzutreffen ist rund um die Insel, an den Tankstellen, sind Fastfood-Angebote. Also Hotdogs sind da unter anderem auch sehr weit verbreitet und auch sehr beliebt. Wie erwähnt, das Wetter in Island ist sehr wechselhaft, das heißt, die richtige Kleidung ist wichtig. Schichten sind hier wirklich das A und O. Das beginnt schon mit der Thermowäsche. Man muss sicher eine Regenjacke, eine Windjacke mit dabei haben, auch eine Regenhose. Dann auch im Sommer unbedingt eine Mütze mitnehmen, Handschuhe mitnehmen und ein Halstuch mitnehmen. Und auch gute Schuhe. Die Schuhe, die müssen dreckig oder die dürfen dreckig werden. Sie sollten auch bequem sein, es kann durchaus mal uneben sein und natürlich die Badesachen nicht vergessen. Im Winter ist es dann wiederum auch wichtig, dass man gute und warme Schuhe dabei hat und ich reise meist dann mit meiner Skijacke. Gut, wir kommen schon zum nächsten Punkt, unterwegs in Island. Zuerst einmal als Übersicht, hier sehen wir die Insel Island mit dem Hinweis, dass die 2,5-mal so groß ist wie die Schweiz. Hier unten links ist der internationale Flughafen, das heißt, die Reise, die beginnen Sie auch entsprechend unten links. Wir haben auf dieser Ansicht schwarz eingezeichnet die Ringstraße. Die Ringstraße führt einmal rund um die Insel und hat eine Länge von guten 1300 Kilometern. Die Ringstraße ist mittlerweile durchgehend geteert und man kann auch meist 90 fahren. Da kommt man also ziemlich zügig voran. In der Mitte der Insel haben wir das Hochland. Das Hochland, das ist nur im Sommer zugänglich, je nach Gebiet auch nur für wenige Wochen. Und im Hochland gibt es Schotterpisten. Man muss auch mal einen Fluss durchqueren. Entsprechend ist das nur möglich mit einem guten 4x4-Fahrzeug. Dann haben wir oben links die Westfjorde. Die Westfjorde sind gut zugänglich von circa Mai bis Oktober. Man sollte ungefähr 4 Nächte einplanen. Die Straßen dort, die sind sehr kurvig. Man fährt über diverse ungeteerte Pässe. Das heißt, man muss da etwas mehr Zeit einplanen und man kommt nicht so schnell vorwärts wie auf der Ringstraße. Ein paar wichtige Punkte, die man wissen sollte. Die einfachste Möglichkeit, Island zu erkunden, ist auf einer Mietwagenrundreise. Es gibt viele Sehenswürdigkeiten, die sind abseits der Ringstraße. Da fährt dann auch nicht zwingend ein Bus hin. Züge gibt es in Island nicht. Wenn Sie das erste Mal nach Island reisen und einen guten Überblick erhalten möchten, dann reisen Sie ungefähr 2 Wochen nach Island. Eine kürzere Reise, die ist auch möglich. Es fallen dann aber natürlich diverse Regionen weg. Man muss sich also dann entscheiden, was möchte ich sehen, was möchte ich nicht sehen. Wenn jemand sagt, ich möchte alles sehen, dann benötigt er dafür rund 4 bis 5 Wochen. Also das wäre dann einmal um die Insel, Zeit fürs Hochland und auch Zeit für die Westfjorde. Im Winter ist es generell sinnvoll, dass man kürzere Etappen einplant. Wir haben zwar wirklich einen verhältnismäßig milden Winter, aber es kann durchaus auch mal einen Wintersturm geben und dann ist eine Straße vielleicht für ein paar Stunden gesperrt. Wenn ich vorhin erwähnt habe, dass man am besten mit einem Mietwagen rund um Island reist, dann möchte ich Ihnen jetzt noch kurz unseren Partner vorstellen. Wir arbeiten mit Europcar in Island. Europcar bietet die unterschiedlichsten Modelle an, vom einfachen kleinen VW Polo über
einen Familienkombi bis zum Toyota Land Cruiser mit Vierradantrieb. Der ist dann passend fürs Hochland oder auch für den Winter. Wenn Sie bei uns eine Reise buchen, haben Sie immer die unlimitierten Kilometer mit dabei und einen Zusatzfahrer. Und die Gebietseinschränkungen, noch einmal das Hochland, nur mit 4x4 möglich. Ja, wo sollen Sie denn übernachten? Es gibt mittlerweile rund um Island ein gutes Angebot, mit natürlich immer ein paar Ausnahmen. Im Hochland gibt es einige wenige Hütten und in den Westfjorden gibt es von allem generell etwas weniger, entsprechend auch etwas weniger Auswahl bei Unterkünften. Rund um Island kann man in Jugendherbergen übernachten. Das ist möglich in privaten Zimmern bis zu Mehrbettzimmern oder auch in Familienzimmern. Es gibt rund um Island einfache Hotels, das ist dann, entspricht den 2 bis 3 Sternen. Das können oft auch ehemalige Schulen sein, die umfunktioniert wurden. Weit verbreitet sind persönlich geführte Gästehäuser. Das kann man sich wie ein Bed and Breakfast vorstellen. Da gibt es einige wenige Zimmer und die sind meist familiengeführt. Es gibt rund um Island, um die Ringstraße hauptsächlich, auch neue moderne Hotels. Die kann man dann international ungefähr mit 3-4 Sterne-Hotels vergleichen. Einige wenige Boutique-Hotels und wenige Luxushotels gibt es in Island auch. Alternativ kann man sich auch ein Ferienhaus mieten oder ein Cottage. Es gibt auch einige, wenn auch noch nicht so viele Spezialunterkünfte. Ich werde anschließend noch gleich ein Beispiel dazu zeigen. In den Sommermonaten, also auch wieder ungefähr von Mai bis Oktober, kann man die Insel auch mit einem Camper oder mit einem Motorhome erkunden. Hier ein Beispiel für eine ehemalige Schule. Man sieht das sehr gut dem Gebäude an. Es wurde nun umgebaut und funktioniert als Hotel. Auf der rechten Seite vom Bild, dort wo die Fahne ist, haben sie auch noch 2 Hotpots aufgestellt. Hier ein Beispiel für ein neues modernes Hotel. Das ist ein Hotel in Reykjavik in der Stadt. Die gibt es aber, wie bereits vorhin erwähnt, rund um die Insel verteilt. Hier ein paar Beispiele für Ferienhäuser in Island. Hier teilen sich einige Ferienhäuser zusammen einen Hotpot. Es gibt aber auch freistehende einzelne Ferienhäuser, die wir für Sie buchen können. Zum Schluss jetzt hier noch das Beispiel einer Spezialunterkunft. Das ist die Panorama Glass Lodge. Das erinnert ein bisschen an Lappland. Im Bett liegen, aus dem Fenster schauen oder nach oben schauen und mit etwas Glück im Winter die Nordlichter sehen. Wir fahren weiter mit Erlebnissen in Island. Das sind hauptsächlich Aktivitäten und Ausflüge, die ich Ihnen jetzt vorstellen möchte. Die Sehenswürdigkeiten, die sehen wir dann im Anschluss. Ja, nicht wegzudenken von Island sind die heißen Quellen. Die gibt es in unterschiedlichen Varianten, vom heißen Fluss, irgendwo im Nirgendwo in der Natur, ohne Umkleidekabine, ohne gar nichts. Dann gibt es die öffentlichen Schwimmbäder, die gibt es in Island sehr häufig, meist pro Gemeinde. Das ist eine günstige Möglichkeit, wenn man doch regelmäßig das warme Wasser genießen möchte. Es gibt dort auch eine gewisse Infrastruktur, wie man sich das bei uns oder wie man das bei uns kennt, so in den Sportzentren. Und dann die spezielleren heißen Quellen, das sind, oder ein Beispiel sieht man hier auf dem Bild. Das sind die heißen Quellen, die an einigen wenigen Orten rund um Island mit Infrastruktur errichtet worden sind. Als Beispiel möchte ich ganz kurz die Geschichte zu dieser heißen Quelle hier erzählen. Wir sind in Ostisland. Wir sind bei einem See mit kaltem Wasser und dieser See, der gefriert im Winter. Allerdings haben die Anwohner gemerkt, dass dieser See nicht komplett gefriert. In der einen Ecke im Winter ist immer ein Stück nicht gefroren. Man hat dann festgestellt, dass dort eine heiße Quelle ist. Das ist im Osten etwas weniger weit verbreitet und von daher war das dann doch eine Sensation. Jetzt haben sie sich entschieden, dass sie an dieser Stelle,
wo der See nicht gefriert, diese Floating Pools errichten möchten und diese mit dem heißen Wasser der Quelle füllen. Man kann also genau an dieser Stelle, wo die heiße Quelle in den See eintritt, nun baden. Was auch zu Island gehört, sind Walbeobachtungstouren. Sehr bekannt ist Húsavík. Húsavík liegt im Norden von Island und sie nennen sich auch die Whale-Watching-Hauptstadt von Island. Häufig sieht man Buckelwale, wie hier auf dem Bild. Es gibt auch viele Zwergwale oder Weißschnauzendelfine. Selten kommt es mal vor, dass man einen Blauwal antrifft und im Westen von Island sind die Orcas zu Hause. Ja, wenn ich jetzt vorhin etwas abgeschreckt habe mit dem Hochland, keine Angst, man kann auch ins Hochland, wenn man nicht selber fahren möchte. Es gibt Super-Cheap-Touren, die kann man das ganze Jahr über buchen. Da ist es so, dass man mit einem Fahrer unterwegs ist. Man kann eine Tour buchen für 5 Stunden, vielleicht auch für einen ganzen Tag oder für mehrere Tage. Dann das Islandpferd, das gutmütige Islandpferd, nimmt also auch Anfänger mit auf eine kurze Reittour. Da sind wir bei einer einstündigen Reittour für Leute, die noch nie geritten sind. Man kann auch eine 2-3-stündige Reittour buchen oder alle, die bereits Reiterfahrung haben, die sollten unbedingt auf eine mehrtägige Reittour gehen ins Hochland. Da ist man dann wirklich mit einer freilaufenden Herde unterwegs und da geht dann die Post ab. Wandern ist in Island natürlich auch möglich. Hier sieht es ungefähr gleich aus. Wer gerne mag, kann eine kurze Wanderung machen. Man kann längere Wanderungen machen. Es gibt auch mehrtägige Trekkings durchs Hochland. Hier ein Beispiel, das ist der Leugaweger. Der dauert 5 Tage. Das kann man auch buchen, geführt, inklusive Gepäcktransport, wenn man doch nicht alles mittragen möchte. Dann haben wir noch die Eishöhlen. Die Eishöhlen, die sind grundsätzlich in den Wintermonaten zugänglich. Wir haben aber doch auch 2 Stück, wie dieses Beispiel hier, die das ganze Jahr über besucht werden können. Und zum Schluss, als letztes Erlebnis in Island, die Nordlichter. Da muss man etwas Glück haben. Aber grundsätzlich liegt Island sehr, sehr gut und man hat große Chancen, Nordlichter sehen zu können. Möglich in Island ist das ungefähr ab Mitte August bis Ende März, dann wird es genug dunkel. Man muss keine geführte Tour buchen, man kann abends zu Fuß oder mit dem Auto losfahren und dann geduldig warten, bis sich die Spektakel am Himmel zeigen. Wunderbar, dann machen wir uns jetzt auf. Einmal rund um die Insel. Aus Zeitgründen, wie gesagt, nur die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viele mehr, die wir Ihnen gern auch in einem persönlichen Beratungsgespräch dann zeigen. Wir starten da, wo wir auch landen, wenn wir nach Island reisen, und zwar mit der Reykjanes-Halbinsel und mit Reykjavík. Ja, das Bekannteste, was man auf der Reykjanes-Halbinsel findet, ist die Blaue Lagune. Das sehen Sie oben links auf dem Bild. Das ist wohl das bekannteste Geothermalbad von Island. Oben rechts haben wir den See Kleifarvatn. Dieser befindet sich ziemlich in der Mitte von der Halbinsel und es lohnt sich auf jeden Fall, einmal quer über die Insel zu fahren und nicht auf der Hauptstraße von Reykjavík zum Flughafen zu fahren. Es ist so ein Mini-Hochland-Feeling, wenn man das so sagen kann. Und das ist auch durchaus mit einem kleinen Mietwagen möglich. Also wir haben das im September mit unserem kleinen Suzuki Swift problemlos geschafft. Unten links sieht man die Brücke zwischen den Kontinenten. Auf der einen Seite haben wir die Eurasische Platte und auf der anderen Seite die Amerikanische Platte. Es gibt auch noch einige Infotafeln mit dazu, dann kann man noch etwas lernen. Und unten rechts haben wir noch ein Bild vom Geothermalgebiet Seltun. Das befindet sich ebenfalls in der Nähe vom Flughafen. Und man fühlt sich, wenn man da durchgeht, ein bisschen wie auf dem Mars. Reykjavík ist die nördlichste Hauptstadt der Welt. Sie ist
weiß nicht, ob sie die kleinste Hauptstadt der Welt ist, aber sie ist auf jeden Fall nicht besonders groß. Wenn man sich nicht für Museen interessiert, dann hat man das meiste eigentlich in einem halben Tag ungefähr gesehen. Was nicht fehlen darf, ist ein Bummel durch den oder entlang des Leugaweger. Das ist die Einkaufsstraße, das sieht man oben links. Da gibt es viele kleine Geschäfte, viele kleine Cafés und Restaurants. Oben rechts sehen wir den Heißwasserspeicher der Stadt. Das ist die Pertlan. Die Pertlan ist aber auch ein Museum. Sie zeigt die Wunder von Island. Man kann auch sehr, sehr gut als Familie die Pertlan besuchen. Es gibt unter anderem auch ein Planetarium, zum Beispiel für alle, die nicht das Glück hatten und Nordlichter live gesehen haben. Dann haben wir als markantes Gebäude am Hafen die Harpa. Das ist das Konzertgebäude von Island. Wer kein Konzert hören möchte, kann sich die Harpa auch einfach nur von innen und von außen ansehen. Als Wahrzeichen in Reykjavik haben wir die große Kirche, die sehen Sie unten rechts, auch noch direkt mit dem Hausberg, dem Esjau, im Hintergrund. Die Kirche thront wirklich über der Stadt und man sieht sie von allen Ecken. Wir haben im September direkt vis-à-vis von der Kirche gewohnt. Das war sehr, sehr praktisch. Wenn wir nicht mehr wussten, wo wir sind, dann mussten wir eigentlich nur den Kirchturm suchen und dann direkt darauf zusteuern. Als bekannteste Sehenswürdigkeit in Island, denke ich, kann man den Goldenen Kreis zählen. Hier findet man zum Beispiel auch den Geysir. Der Geysir ist sehr, sehr zuverlässig. Man muss nicht lange warten, all 5, 6, 7 Minuten bricht er aus und dann kann man da doch 2, 3 Mal mit zusehen, wenn man vor Ort ist. Oben rechts haben wir einen Krater, inklusive Kratersee. Ich finde diesen Krater sehr, sehr eindrücklich. Man kommt von Weitem, man sieht einen Hügel, denkt sich, ja, sieht jetzt nicht so spektakulär aus. Und wenn man dann da ist, ist man einfach nur erstaunt über die Farben. Man hat das blaue Wasser, man hat die rote Erde und das grüne Moos dazu. Das ist etwas, was mich sehr, sehr beeindruckt hat. Unten links sehen wir ein Bild vom Nationalpark Þingvellir. Was man im Nationalpark Þingvellir sehr, sehr gut sehen kann, ist auch wieder dieser Drift der Kontinentalplatten. Man kann, wenn man möchte, auch zwischen diesen Kontinentalplatten schnorcheln gehen. Ebenfalls zum Goldenen Kreis gehört der Wasserfall Gullfoss. Gullfoss heißt goldener Wasserfall. Man sieht unten rechts das Bild, das ist von der Plattform aus aufgenommen. Man kann aber auch den Weg nach hinten gehen und dann vom Felsen wirklich sehr, sehr nahe sich den Wasserfall ansehen. Ja, wir fahren weiter und zwar entlang der Südküste, schon bereits etwas in Richtung Südosten. Es geht weiter mit Wasserfällen, die sind in Island sehr gut vertreten. Das Spezielle am Wasserfall oben links, der Seljalandsfoss, ist, man kann hinter ihm durchgehen. Dafür ist es wichtig, dass man die Regenhose mit einpackt, weil man wird nass. Der große Bruder vom Seljalandsfoss sieht man unten rechts. Der ist deutlich größer, es kommt mehr Wasser. Das Spezielle da ist, man kann auf der Seite über Treppen nach oben gehen und den Wasserfall sich von oben ansehen. Das ist auch mal etwas anderes, als immer nur einen Wasserfall von unten zu sehen. Ein weiteres Highlight im Süden ist die Schlucht Fjadrargljúfur. Die sieht man oben rechts. Man geht hier oben an der Schlucht entlang und hat immer wieder die Möglichkeit, auf einer kleinen Plattform in die Schlucht hinunterzusehen. Und am südlichsten Punkt von Island haben wir die bekannten langen schwarzen Sandstrände. Was speziell ist an diesem Sandstrand hier auf dem Bild, das ist die Reynisfjara, sind die Basaltsäulen, die man hier auf diesem Bild auch schön erkennen kann. Dann haben wir im Südosten die Gletscherlagune, die Jökulsárlón. Das ist die größte von drei Gletscherlagunen, die wir im Süden haben. Es ist die bekannteste, da kann man auch mit dem Boot eine Tour machen, man kommt dann sehr, sehr nahe an die Eisberge heran und man lernt auch sehr, sehr viel über die Gletscher in Island und wie sich das alles entwickelt hat. Das Bild oben rechts ist etwas
für Fotografen. Ich war da auch sehr, sehr begeistert, dass ich das erste Mal da war. Man fährt eigentlich in Richtung Meer, geht dann das letzte Stück und dann dreht man sich um und schaut zurück und sieht dann auf diesen eindrücklichen Berg, das ist das Vestrahorn. Das befindet sich im Südosten von Island. Der letzte Wasserfall im Süden, das ist der Svartifoss, der befindet sich im Nationalpark Skaftafell. Der ist nicht besonders hoch und es kommt nicht besonders viel Wasser, aber er ist umrahmt von den Basaltsäulen, was ihn dann doch noch einmal speziell macht. Und zuletzt noch etwas, was meine Kollegin immer noch für ein Gerücht hält, das sind die Rentiere in Island. Man kann Glück haben, so wie ich, und sie beim ersten Mal schon antreffen. Oder wie meine Kollegin beim 20. Mal sie immer noch nicht gesehen haben. Sie zeigen sich halt nur, wenn sie möchten. Wir kommen nun in die Ostfjorde. Die sind landschaftlich noch einmal ganz etwas anderes als das, was wir bisher gesehen haben. Das sieht dann meist so aus wie auf dem Bild unten links. Es gibt viele Fischerdörfer in den Ostfjorden. Das bekannteste ist wohl Seydisfjörður. Seydisfjörður ist auf dem Bild oben links zu sehen. Da ist vor allem genau dieser Ausschnitt sehr bekannt, die blaue Kirche im Hintergrund und dann die Regenbogenstraße, die zu der Kirche führt. Als ich das letzte Mal da war, waren also wirklich die Dorfbewohner direkt die Straße neu am Streichen. Das war auch einmal interessant zu sehen, dass die das wirklich selber und mit viel Freude auch machen. Etwas Spezielles in den Ostfjorden ist der große Wald. Es gibt in Island nicht so viele Bäume, aber der größte Wald, der befindet sich im Osten. Das ist der Hallormsstaðir. Der befindet sich auch an einem See. Man kann da sehr schöne Wanderungen unternehmen, unter anderem auch zum Wasserfall Henkifoss. Dieser ist speziell aus meiner Sicht wirklich durch das Gestein mit den roten Streifen, die ihn nochmal etwas anders machen als jeden anderen. Nordisland, das ist ein relativ großes Gebiet. Wir beschränken uns mal auf die wichtigsten und bekanntesten Sehenswürdigkeiten. Wir haben oben links ein Bild von der Whale-Watching-Hauptstadt. Die Isländer nennen das so. Ich würde es ein Hauptdorf nennen. Húsavík ist sehr, sehr klein. Man kann gemütlich einmal der Hauptstraße entlang gehen, kurz zum Hafen und dann hat man es auch schon gesehen. Was man in Húsavík natürlich macht, weshalb man hinfährt, das sind die Walbeobachtungstouren. Im Norden sehr bekannt ist der See Mývatn. Das Bild sehen Sie oben rechts. Rund um den Mývatn gibt es viele Naturwunder. Man sieht zum Beispiel auf diesem Bild die Pseudokrater. Es gibt auch ein Lavalabyrinth, es gibt den einen oder anderen richtigen Krater und dann haben wir unten rechts noch einmal ein Bild von einem Geothermalgebiet. Es stinkt sehr, sehr fest, aber es ist eindrücklich, sollte man also trotz allem doch noch besuchen. Einen weiteren Wasserfall, es hört fast nicht mehr auf, das ist der Godafoss, der Götterwasserfall. Den besucht man meist auf dem Weg, wenn man dann vom Norden in Richtung Nordwesten fährt. Man kommt dann auch nach Akureyri, das ist die Hauptstadt des Nordens. Das ist dann wirklich, wenn man auf der Ringstraße unterwegs war, mal wieder eine Stadt. Man fühlt sich, wie wenn man zurück in der Zivilisation wäre. Wenn man genug Zeit hat, dann sollte man unbedingt einen Abstecher machen zum Kvitserker. Der Kvitserker ist diese Felsformation auf dem Bild oben rechts. Man fährt eine sehr holprige Straße ein Stück weit dem Meer entlang, geht dann das letzte Stück zu Fuß und hat dann diesen Ausblick auf den Strand mit diesem markanten Felsen. Unten links sehen wir Glaumbær. Glaumbær ist ein Museum, das sind alte Torfhöfe, die man besichtigen kann. Die sind auch innen noch so eingerichtet wie früher. Es gibt auch ein kleines Restaurant, da kann man sich noch stärken mit einem Kaffee und einer typisch isländischen Waffel zum Beispiel. Wer Zeit hat, der baut noch eine Übernachtung ein im Hotel Siglo. Das Hotel sehen wir unten rechts. Wer nicht so viel Zeit hat, macht einfach einen Zwischenstopp für ein leckeres Mittagessen. Dann kommen wir jetzt zu den Westfjorden. Ich hoffe, Sie sehen es gut genug. Es gibt fast keine Straßen. Man kommt
nicht so schnell voran. Ich habe vorhin bereits erwähnt, ungefähr 4 Nächte sollte man schon einplanen. Im Norden sieht man diesen grün eingefärbten Teil. Das ist ein Naturreservat. Dort gibt es gar keine Straßen, da kann man nur mit dem Boot hinfahren. Es lohnt sich, einen Besuch zu machen. Man sieht hier auf dem Bild oben links, wie das einigermaßen aussieht. Man kann sich etwas vorstellen. Wer viel Zeit hat, wer gerne draußen ist, kann eine mehrtägige Wanderung unternehmen. Da ist man mit dem Zelt unterwegs oder man kann in einer Hütte übernachten. Wer nicht so viel Zeit hat oder einfach so faul ist wie ich, der macht einen Tagesausflug geführt. Es gibt einen kleinen Rundgang in, man kann dem nicht Dorf sagen, es sind ungefähr 4 Häuser in der Siedlung. Man hat einen lokalen Reiseleiter dabei und er kann einem sehr, sehr viel über die Gegend und die Geschichte vor allem der Gegend noch erzählen. Wir haben im Süden vorhin die schwarzen Sandstrände gesehen. Es gibt in Island doch auch einige wenige helle Sandstrände. Dieser hier auf den Westfjorden ist noch einmal spezieller. Je nach Licht schimmert der rot. Daher auch sein Name, der Roydisander. Wir haben unten links noch die tollpatschigen und lustigen Papageientaucher. Die findet man während den Sommermonaten beim Lautrapjarg. Der Lautrapjarg ist der Vogelfelsen, befindet sich auch in den Westfjorden und da sind dann wirklich Tausende von diesen Papageientauchern zu sehen, wenn man in den Sommermonaten hingeht. Unten rechts haben wir mal wieder einen Wasserfall, das ist der Dynjandi. Ich war sehr, sehr überrascht, als ich im August das erste Mal da war. Ich habe mir diesen Wasserfall viel, viel kleiner vorgestellt. Wir sind um die Kurve gefahren vom Fjord und haben ganz, ganz hinten im Fjord haben wir ihn schon gesehen. Wir sind immer näher gekommen und er wurde auch immer größer. Wir haben dann ganz unten konnte man parkieren und musste dann wirklich noch 15 bis 20 Minuten hochmarschieren. Und man ist dann oben angekommen und man ist dann wirklich so ein ganz, ganz kleiner Mensch vor diesem riesigen Wasserfall. Es lohnt sich nicht nur wegen dem Wasserfall selber hochzugehen, sondern auch wenn man sich dann umdreht, kann man wirklich die schöne Aussicht durch den ganzen Fjord nach vorne genießen. Fast zuletzt haben wir noch die Halbinsel Snæfellsnes und Westisland. Westisland ist jetzt bei dieser Präsentation ein sehr, sehr kleiner Teil. Das ist das, was so ein bisschen südlich von dieser Halbinsel Snæfellsnes sich befindet. Wir haben auf dieser Halbinsel den mittlerweile sehr bekannten Kirkjufettel. Das ist ein beliebtes Fotomotiv geworden, zusammen mit dem Wasserfall im Vordergrund. Diesen Berg sieht man auch schon von Weitem. Man kann sich dann noch nicht so ganz vorstellen, dass das auch wirklich jetzt dieser Berg ist, weil von anderen Seiten sieht er ganz anders aus als jetzt hier auf dem Bild. Man muss also den richtigen Winkel finden, um entsprechend dann auch dieses Bild machen zu können. Die Orcas finden wir auf der Halbinsel Snæfellsnes. Da gibt es ebenfalls einen Anbieter von Whale-Watching-Touren. Da kann man also diese Tour buchen. Man fährt dann ungefähr 3 Stunden mit dem Boot vor die Küste oder vor der Küste entlang und mit etwas Glück zeigen sich die Orcas. Die sind auch häufig in Gruppen unterwegs und von daher sind die auch etwas, für mich zumindest, etwas spannender anzusehen als zum Beispiel ein Minkwal. Wir haben ebenfalls auf der Halbinsel Snæfellsnes noch die schwarze Kirche von Budir und auf dem rechten Bild unten sehen wir auch ein Fischerdorf mit der markanten Küste, mit diesen Stein- und Lavaformationen und im Hintergrund schneebedeckt den Gletschervulkan auf dieser Halbinsel. In Westisland haben wir den Langjökull. Der Langjökull ist ein Gletscher. Man fährt da mit so Monster-Trucks, wie man auf diesem Bild sieht, ein Stück auf dem Gletscher. Bis zu einer großen Eishöhle. Die Eishöhle wurde von Menschenhand gemacht. Die kann man sich dann auf dieser Tour ansehen. Und das ist ebenfalls eine der Eishöhlen, die man das ganze Jahr über besuchen kann. Ganz in der Nähe vom Ausgangspunkt dieser Eishöhlentour befindet sich die Lavahöhle, die man unten rechts im Bild sieht.
Dann haben wir weiter zum Thema Lava noch die Lava-Wasserfälle. Die sehen Sie oben rechts im Bild. Die sind also nicht nur im Herbst so kontrastreich, die sind das ganze Jahr über kontrastreich, weil wirklich das Gletscherwasser aus diesen Lavafelsen herausfließt. Und das ist sehr, sehr schön auch anzusehen. Unten links zum Schluss im Westen haben wir noch den Krater Eldborg. Man sieht den wirklich von Weitem. Wer nicht so sportlich ist, kann es dabei belassen. Wer sportlich ist, macht eine 3- bis 4-stündige Wanderung und erkundet den Krater auch noch zu Fuß. Dann sind wir nun mittlerweile beim Hochland angelangt. Hier einige Impressionen, wie das aussehen kann. Ich denke, das Hochland ist ein Gebiet, das kann man zig Male besuchen. Es sieht überall anders aus. Es ist sehr kontrastreich, es ist sehr eindrücklich. Und unten rechts sieht man doch noch einmal, wie man da mit dem Jeep oder mit einem 4x4-Fahrzeug durch die Flüsse fahren muss. Dann haben wir nun hoffentlich einige Fragen, die ich beantworten kann. Ich schaue gleich mal zu meinen fleißigen Kollegen. Danke. Also, die erste Frage, ich lese sie kurz vor. Wie gut kann man sich als Vegetarierin in Island verpflegen? Sehr gut, aus persönlicher Erfahrung. Ich esse selber kein Fisch und kein Fleisch. Wenn es auf der Speisekarte nichts hat, dann kann man sehr gut nachfragen und sie zaubern einem etwas, was einfach damit, was sie halt alles haben. Die nächste Frage, gibt es auch Campingplätze für Zelte? Die gibt es. Es gibt rund um die Insel die unterschiedlichsten Campingplätze. Das sind teilweise ganz, ganz einfache mit WC-Dusche oder dann auch die, die etwas besser ausgebaut sind. Aber die Campingplätze sind zugänglich für mit Zelt, Wohnmobil, Wohnwagen, Camper, wie auch immer. In welchen Monaten kann man Wale sehen? Man kann die Wale das ganze Jahr über sehen. Wir hören anschließend im Interview mit Austa noch einige genauere Infos hierzu. Darf man wild campieren, vor allem im Hochland, gibt es Notunterschlüpfe? Wildcampen ist in Island leider seit einigen Jahren verboten. Man muss dafür wirklich auf die offiziellen Campingplätze gehen. Es gibt im Hochland auch Campingplätze, meist eigentlich direkt neben den Hochlandhütten. Da kann man auch die Infrastruktur noch mitnutzen. Und die dienen dann eigentlich auch als diese Notunterschlüpfe. Also wenn man ins Hochland fährt, sollte man das gut planen und auch im Voraus sicherlich wissen, was es für Hütten und Campingplätze gibt und wie die geöffnet haben. Kann man mit dem eigenen Segelschiff nach Island? Da bin ich etwas überfragt. Ich weiß, dass es in Island oder rund um Island und dann auch in Richtung Grönland Touren mit dem Segelschiff gibt. Ich gehe daher davon aus, dass man da segeln kann, aber ich kenne mich zu wenig aus, wie sich das so verhält, wenn man bei uns losgeht. Wir können sonst sehr gerne das auch noch abklären und dann die Info per E-Mail weitergeben. Dazu müssten wir dann sicherlich einfach noch die E-Mail-Adresse erhalten. Dann kommen wir zum nächsten Papier mit Fragen. Kann ich den Norden und das Hochland kombinieren? Wie lange? Das ist möglich. Es kommt natürlich hier stark darauf an, welche Gebiete im Hochland das man sehen möchte. Es gibt zwei Straßen, die gehen von Süden nach Norden oder von Norden nach Süden quer durch das Hochland. Da kann man sicherlich Zeit sparen. Ich würde allerdings sicher mindestens 7 bis 10 Tage einplanen für den Norden und für das Hochland. Hier halt auch wirklich abhängig davon, wie viel man sich vom Hochland ansehen möchte. Jetzt schaue ich mal, ob wir noch mehr Fragen haben. Die Kollegen sind fleißig am Schreiben. Dann warten wir doch hier mal direkt auf die letzten Fragen, die noch reinkommen. Danke vielmals. Wie sehen die aktuellen Reisebestimmungen aus bezüglich Corona?
Das sind die Infos vom Anfang der Präsentation, wenn Sie erst später zugeschaltet haben. Im Moment findet bei der Einreise ein erster Corona-Test statt. Man begibt sich 5 Tage in Quarantäne und anschließend folgt ein zweiter Corona-Test. Wenn beide Tests negativ sind, dann darf man im Land reisen. Die Quarantäne ist in Island etwas lockerer als bei uns. Man darf nach draußen gehen, man darf spazieren, man darf sich einfach nicht unter Menschen begeben. Ich hoffe, das hilft. Ansonsten haben wir auf unserer Webseite unter kontiki.ch/infografik auch jeweils die aktuellen Bestimmungen aufgeschaltet. Die nächste Frage lautet, kann man mit einem eigenen Wohnwagen nach Island? Das ist möglich. Ab Dänemark fährt die Smyril Line, das ist die Fähre, nach Osten, also nach Osten, nach Westen, nach Ostisland, so muss man das formulieren. Und man kommt dann in Seydisfjörður an, das ist das Fischerdorf, was wir zuvor gesehen haben mit dem Regenbogen oder mit der Regenbogenstraße. Tipptopp, dann schauen wir mal. Ich würde sagen, ich fahre mit dem Interview fort und wenn noch weitere Fragen auftauchen, habe ich dann danach noch einmal Zeit, um diese zu beantworten. Das heißt, es geht weiter nun mit dem Interview mit Special Tours. Special Tours wurde 1996 gegründet. Die haben damals angefangen mit Puffin-Touren und hauptsächlich mit Schulausflügen. Heute bieten sie die Wahlbeobachtungstouren an und führen auch so kleine Wildlife-Adventures durch. Und die sind wirklich in Reykjavik stationiert. Die starten sehr zentral vom alten Hafen aus. Bevor wir mit dem Interview anfangen, möchte ich Ihnen ein paar Fotos von mir zeigen, die ich auf einer Tour jetzt im September selber gemacht habe. Wir hatten super Wetter. Es war windstill und wir hatten gefühlt so ungefähr 20 Grad. Es war sicher etwas kälter, aber die Aufregung spielt da auch noch etwas mit. Wir sind dann mit dem kleinen Boot links, mit Rosin, sind wir losgefahren und haben relativ schnell diesen Buckelwal angetroffen. Das war ein junger, neugieriger Buckelwal. Man kann sagen, wir haben ihn beobachtet und er uns. War wirklich relativ lange blieb er bei uns, ist dann regelmäßig abgetaucht und da sind dann Fotos wie diese entstanden. Gut, wir starten nun mit dem Interview. Ich hoffe sehr, es funktioniert mit dem Ton. Ansonsten, wir haben alles untertitelt, vor allem auch auf Deutsch, weil das Interview oder die Antworten von Austa, die sind in Englisch. Also, wir beginnen einmal mit der Vorstellung von Austa, unserer Interviewpartnerin. Hello, everyone, and thank you for having me. I'm Austa, and I'm the sales manager at Special Tours and Whales of Iceland. And I'm here to, I'm going to try to answer your most frequently asked questions. I'm going to do my best. Wir wollten als erstes von Austa wissen, welche Walarten man rund um Reykjavik sehen kann. The most common species around here in our bay, Faxaflói Bay, by Reykjavik, are the humpback whale, minke whale, white-beaked dolphins and the harbour porpoises. Das kann ich so bestätigen. Wir haben also auf unserer Tour die Buckelwale gesehen, wir haben die Zwergwale gesehen und auch die Weißschnauzendelfine. Also 3 von 4 haben wir gesichtet. Dann wollten wir von Austa auch noch wissen, welches Ihr Lieblingswal ist und wieso. I think I have 2 favorite whales actually. That is the humpback whale, because it puts on like the greatest acrobatic show. When out in the bay, it's playful. And then the white-beaked dolphins. They're so playful alongside the boats when they're jumping and just, yeah, enjoying the ride with us. Ich greife eine Frage von zuvor auf. Wann ist die beste Zeit, um Wale zu sehen? Whales can be seen in our bay all year round. The best season to see whales is perhaps from March to throughout November
here in Faxaflóa Bay bei Reykjavik. Sieht man denn durch das Jahr auch unterschiedliche Arten von Walen? Most species are equally visible throughout the year. Perhaps I can say that we just have more of every species in the summertime. Wie weit muss man denn aufs Meer fahren, um die Wale sehen zu können, wenn man eine Tour ab Reykjavik bucht? The old harbor where I'm located at, where Special Tours is basically in the center of Reykjavik. And then it takes about 30 to 40 minutes to reach the whale watching grounds. But like in the summer, often we see the whales much, much closer to the shore. And I've even seen a humpback whale just here behind me in the harbor. Wie findet Special Tours die Wale? Wie wissen die Mitarbeiter, nach was sie suchen müssen? Our crew is very experienced and can spot the whales from long distances. And we basically only just use our senses to spot the whales out in the bay. We use our eyes, our ears, and even our noses. Sometimes we can see a spout or like a fountain coming up from the ocean far away. That might mean that there's a whale there coming up to breathe. And then sometimes we can hear the spout and even smell it. You can imagine eating that much fish all day long and yeah, having a bad breath. And then for our customers to be able to view the whales that our crew sees, we use the clock system. So for example, the front of the boat would be 12 o'clock and then to your right would be 3 o'clock, etc. Das kann ich also unterschreiben mit dem Riechen, die Minkwale, die heißen nicht umsonst in Island Minky Stinky Whales, weil die stinken wirklich. Was für Boote hat Special Tours? We have 3 different types of boats. That's the Whale Watching Classic, Whale Watching Express, and then the Rib Express. The Whale Watching Classic is operated on a big and heavy boat, which is really stable out in the bay, and therefore we can operate it all year round. And then the Express is operated on a big and slightly faster catamaran. So it reaches the whale watching ground a bit quicker. And then the Rib Express is operated on a rib boat or a Zodiac. Gibt es denn Boote, die sich besser für bestimmte Gäste eignen als andere Boote? The classic whale watching suits everyone. As it's such a big and heavy boat and stable out in the bay and operated all year round, of course. The Express is, like I said, it's a slightly shorter tour, so that might fit for those who are trying to fit more into their schedule while in Reykjavik. The Rib Express is for those who are looking for an adventure while whale watching as well. Ja, da kann es schon mal vorkommen, dass Gäste auch seekrank werden vielleicht. Was kann man denn dagegen auch machen? Yes, sometimes people do get seasick on our tours. But we always offer free of charge seasickness tablets before the tour for anyone who might think they need it. But if you are starting to get seasick, we recommend to stay outside, get some fresh air and look at the horizon. Was machen wir, wenn das Wetter schlecht ist? When we believe the weather is too bad to operate, we cancel our tour. And when we cancel, we offer all our customers to either reschedule or get a full refund. Dann wollten wir noch wissen, was unternimmt Special Tours, damit die Tiere nicht zu sehr gestört werden? Es können nicht alle Wale so neugierig sein wie den wir angetroffen haben. Special Tours follows the code of conduct created by Icewhale,
We try to disturb the whales as little as possible and try not to stay with them for too long and not too many boats at each time. Dann haben wir gehört, dass Wale sehr lange Distanzen schwimmen. Die Frage ist, wohin schwimmen die Wale, die man in Island sieht, und vor allem, wie finden sie den Weg? Whales are very intelligent animals and they use echolocation to find their way through the ocean. Our whales migrate south to warmer waters. And like I said before, some of the whales that we have seen here in the bay have been spotted by South America, close to Argentina even. Ja, um so weit schwimmen zu können, muss man ja auch stark sein. Was fressen Wale überhaupt? Whales mostly eat krill. Those are tiny crustaceans. And an average sized humpback eats up to 2 to 2.5 tons every day. So you can imagine the bad breath he probably has. Dann zum Schluss noch etwas Wichtiges. Wieso sollten wir kein Walfleisch essen, wenn wir in Island sind? Tasting whale meat in Reykjavik restaurants is really unnecessary, when in reality this consumption of whale meat is not that common, and whale hunting is not a cultural tradition in Iceland. We believe that whale watching is the most sustainable way to enjoy the whales in our surroundings. So that was that. I hope you enjoyed it and I wish you a wonderful day and hope to see you in Iceland soon. Dann haben wir somit unser Interview abgeschlossen. Ich möchte noch kurz auf die Kon-Tiki-Woche eingehen. Die restlichen Fragen übernehme ich dann gleich im Anschluss, wenn ich mit der Präsentation fertig bin. Ja, wir haben morgen direkt am Abend die nächste Präsentation über Skandinavien mit einem Beitrag auch von Christoph Sigrist zum Thema Nordlichter. Und dann geht es weiter, jeweils unter der Woche um 18 Uhr und am Samstag sind wir um 14 Uhr für Sie da. Wenn Sie alle Lust haben, jetzt nach Island zu reisen oder allgemein in den Norden oder sich einfach etwas inspirieren möchten, dann sehen Sie sich doch unsere neue nordische Aussichtenbroschüre an oder Sie können sie natürlich auch bestellen, wenn Sie die lieber in Papierform zu Hause ansehen möchten. Ja, ich hoffe, wir sehen uns sehr bald in Island. Ich werde nun noch die letzten Fragen beantworten und wenn später natürlich noch weitere Fragen auftauchen, dann jederzeit sehr, sehr gerne bei uns melden. Wir haben hier noch eine Frage. Kann man auch im Winter ein Trekking unternehmen, zum Beispiel mit Schneeschuhen? Man kann Schneeschuhtouren in Island buchen. Es gibt, soweit mir ist, im Süden die eine Tour, die geht allerdings nur ein paar wenige Stunden. Es gibt die Möglichkeit, mit einem Superjeep ins Hochland zu fahren. Dann übernachtet man dort einige Male und kann von dort Schneeschuhtouren unternehmen. Ansonsten ist mir jetzt selber kein Mehrtagestrekking im Winter bekannt. Ich denke, das ist einfach vom Wetter her nicht ganz geeignet. Die Frage ist, kann man während der Quarantäne mit dem Auto durchs Land fahren? Jein, also man verbringt die Quarantäne an einem Ort, man ist 5 Nächte in einer Unterkunft und man darf aber von da aus kurze Ausflüge unternehmen. Wichtig ist hier einfach, dass man sich nicht unter Menschen begibt und sich nur dort draußen aufhält, wo man wirklich auch alleine ist. Ich würde sagen, wir sind soweit durch mit den Fragen. Ansonsten, wie gesagt, sehr, sehr gerne jederzeit bei uns melden. Wir sind über den Chat erreichbar auf der Homepage, per E-Mail und per Telefon am Morgen jeweils unter der Woche von 10 bis 12. Vielen Dank und einen schönen Abend.